Jo Leute, bevor ihr dieses Video anschaut, macht auf jeden Fall dieses Quiz selber mal und dann könnt ihr mal schauen, wie ich das abschneide und dann könnt ihr das ein bisschen miteinander vergleichen, weil wenn ihr es hinterher macht, habt ihr natürlich alle Antworten schon gesehen von mir. Von daher, lieber vorher mal an. Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht schon, ich sitze heute wieder an meinem Schreibtisch, wie das letzte Mal, als ich mein Stephen King Ranking gemacht habe und ich habe gedacht, ich möchte sowas in der Art nochmal machen mit Harry Potter. Und zwar werde ich nicht einfach die Bücher ranken. Irgendwie weiß ich nicht. Ich kann dazu, glaube ich, nicht so viel sagen. Vielleicht mache ich das auch irgendwann mal nochmal. Ich habe auf jeden Fall Lust, irgendwas zu Harry Potter zu machen. Und ich habe hier ein ziemlich lustiges Quiz quasi entdeckt. Da geht es nicht darum, irgendwelche Fragen zu beantworten, sondern die Tode aus der Harry Potter Geschichte quasi in der richtigen Reihenfolge anzugeben. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie das ausschaut. Das werden wir dann gleich sehen. Naja, wie auch immer. Jetzt mache ich das mal hier mit den Toten und der Bildschirm ist auf jeden Fall schon da. Und jetzt werde ich einfach mal beginnen und schauen, was passiert. Play Quiz. So, und jetzt? Ah, jetzt habe ich hier die ganzen Namen, oder wie? Ah ja. Okay, nein. Ich habe es noch nicht mal gecheckt. Okay, also ich muss die in der richtigen Reihenfolge einfach anklicken. Also nochmal Replay. Ich dachte, ich muss die jetzt vielleicht irgendwie rumschieben oder so, aber das war es anscheinend nicht. Gut, Play Quiz. So, ich weiß natürlich, dass Dumbledore nicht der Erste ist, der gestorben ist. Okay, ich schaue mir einfach erstmal alle der Reihe nach durch. Und ich habe nur 5 Minuten dafür. Oh, okay. Albus Dumbledore, Bellatrix Lestrange, die ist auf jeden Fall recht weit hinten gestorben. Dumbledore auch. Diggory könnte es sein. Ich schau mal, wer noch kommt. Dobby ist nach Diggory gestorben. Frank Bryce ist vor Diggory gestorben. Der ist ja am Anfang vom 4. gestorben. Fred Weasley später. Hedwig später. Igor Karkaroff wurde, glaube ich, am. Boah. Es war am 5. oder am 6., dass sie einfach nur die Nachricht gekriegt haben, dass er, glaube ich, tot ist oder so. Myrtle Warren, okay, die ist auf jeden Fall vor Diggory gestorben, Nagini später. Oh, Nicholas de Mimsey Porpington, wow, das ist der fast kopflose Nick. Ich glaube, das ist der Erste, der ist noch vor Myrtle. Tom Riddle Seniors, ja, okay, also Sir Nicholas de Mimsey Porpington ist auf jeden Fall Platz 1. Dann wird es, jetzt muss ich nochmal kurz nachschauen, Myrtle Warren ist wahrscheinlich einfach die Moaning Myrtle. Ich wusste nicht mal, dass man den Namen von der weiß, also den Nachnamen Warren, wusste ich nicht mal. Krass, woher weiß man das? Hat die das irgendwie mal nachträglich gesagt, die JK oder was? Alter, ich habe noch 3 Minuten 40. Okay. Also, Myrtle ist ja 50 Jahre vor Teil 2 gestorben. Oh shit. Und Tom Riddle Senior? Tja. Warte mal, wann ist denn der gestorben? Shit, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß es nicht genau. Also der ist gestorben, als Tom Riddle jung war, auf jeden Fall. Also in Hogwarts-Zeiten von Tom Riddle, also Voldemort. Das heißt, ungefähr zur gleichen Zeit wie Moaning Myrtle. Aber, also Moaning Myrtle ist ja gestorben, quasi als er den Basilisken befreit hat. Aber jetzt ist die Frage, ob er Tom, seinen Vater quasi getötet hat, bevor er den Basilisken befreit hat oder danach. Scheiße. Es muss davor gewesen sein. Nein, es war nicht davor. Shit, ja, dann muss es Moaning Myrtle gewesen sein. Oh Gott, ich hätte nicht gedacht, dass ich da so schlecht bin. Aber klar, wenn sie da welche benutzen, die gar nicht so direkt in der Harry Potter Geschichte vorkommen, so in der linearen Story, Chronologie, also, ihr wisst, was ich meine, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ja, ich würde sagen, einfach nochmal. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schwierig wird. Leute, ihr lacht mich wahrscheinlich gerade todes aus. Also, wir haben. Wo war der? Hier, Nicholas de Mimsey Porpington. Dann. Was hatte ich jetzt das letzte Mal gesagt? Genau, okay. Myrtle Warren. Dann muss es Tom Riddle gewesen sein. Senior. Okay. So, dann schaue ich nochmal den nächsten durch. Quirrell ist auf jeden Fall im ersten Band gestorben. Gab es irgendwen, der noch vor Band 1 quasi gestorben ist? Ja, genau. Lily und James. Ah ja, jetzt hatte ich gerade so ein Blackout, habe gedacht, in welcher Reihenfolge Lily und James gestorben sind, weiß man nicht, aber natürlich weiß man das. Okay, sonst gab es niemanden dann. Also erst James natürlich und dann Lily. So, und dann
Ich schaue nochmal durch. Dann muss es Quirrell gewesen sein im ersten Band. Jetzt wird es einfacher auf jeden Fall, glaube ich. Dann Sirius Black im fünften, Snape im siebten, ersten. Auf jeden Fall Frank Bryce war ja hier noch. Gell? Vor Frank Bryce ist keiner mehr gestorben. Weil im dritten und im zweiten ist keiner gestorben, oder? Nee. Also Frank Bryce. Dann ist auf jeden Fall danach Cedric Diggory gestorben. Dann sind wir quasi jetzt mit Band 4 durch. Im Band 5 ist niemand gestorben, außer eben am Schluss Sirius Black. So, nach Sirius ist in Band 6. Ja, ich glaube jetzt, dass es dann in Band 6 einfach war, wo man erfahren hat, dass Igor Karkaroff irgendwie tot irgendwo gefunden wurde. Ja. Dann. So, im siebten jetzt. Die sind jetzt alle im siebten jetzt. Das ist ein bisschen schwieriger, glaube ich. Severus Snape erst gegen Ende. Ist Nagini auch ganz gegen Ende. Lord Voldemort natürlich auch ziemlich am Schluss. Hedwig ist, glaube ich, die erste von denen. Was? Ach, oh Gott, ich glaube. Dumbledore, ich. Dödel. Oh, oh ne, ich Volltrottel. Das war jetzt ein richtig klassischer Flüchtigkeitsfehler, glaube ich. Okay, toll. Muss ich gleich von vorne anfangen? Das war ich schon so weit. Oh Mann, ich bin auch echt so doof. Ob ich jetzt nochmal hinkriege? Dann halt mit dann und am Ende ist natürlich noch Dumbledore gestorben. Habe ich einfach vorhin noch mal übersehen, dass es den ja auch noch gibt. So, und dann war es auf jeden Fall Hedwig. Ganz am Anfang vom siebten. Dann ist wahrscheinlich als nächstes Dobby gestorben. Wen gab es noch? Nee, auf jeden Fall Dobby. So, jetzt kommt die Schlacht von Hogwarts. Uff. Also Fred. Den haben sie ja. Oh Gott. Ich glaube, dass sie Snape gefunden haben, war nachdem sie erfahren haben, dass Fred gestorben ist. Boah, das ist jetzt wird es echt doch schwieriger, als ich so gedacht hatte, weil man jetzt echt krasse Details wissen muss. Man weiß jetzt, gut, die sind beide so in der Schlacht von Hogwarts gestorben, aber in welcher Reihenfolge? Das ist jetzt. Okay, also Fred Weasley haben sie, glaube ich, nachdem sie in der im Raum der Wünsche waren, ist er irgendwie kurz danach gestorben. Also im Rahmen der Wünsche, wo sie das Diadem gesucht hatten. Genau, und als sie auf dem Weg zur heulenden Hütte waren, weil sie wussten, dass da Snape, nee, dass da Voldemort ist, wo dann eben auch Snape war, auf dem Weg dahin mussten sie Patroni erzeugen. Ich merke mir Details, hey. Mussten sie Patroni erzeugen und Harry hat da zur Erinnerung, um eine glückliche Erinnerung heraufzubeschwören, quasi daran gedacht oder sich versucht vorzustellen, Fred ist noch am Leben, das und das ist alles ist gut, hat sie versucht, die positiven Dinge einzureden. Und das heißt, Fred war zu dem Zeitpunkt schon tot. Das heißt, Fred ist davor gestorben. Okay, dann auf jeden Fall Snape. So. Dann Nagini. So, und Bellatrix ist auf jeden Fall vor Voldemort gestorben. Und dann Voldemort. Chaka. Bäm, Leute, okay. Es war schwieriger, als ich gedacht hatte. Aber für den Harry Potter-Fan auf jeden Fall machbar. Und dann würde ich sagen, war es das von mir. Mich würde mal interessieren, wie ihr das fandet. Und dann sehen wir uns. Ciao.